Frau Kistner, in 2012 haben die DAX-Unternehmen eigentlich eine Rekordsumme an Dividenden ausgeschüttet. Wie hat sich die Situation in diesem Jahr dargestellt? Auch in diesem Jahr gab es neue Höchststände, was die Ausschüttung angeht beim DAX. Wir haben dieses Jahr über 27 Milliarden gesehen, genau 27,3 Milliarden Euro. Das ist der absolute Höchststand, das ist ein neues Rekordjahr im Vergleich zu 2008. Da wurde das sogar noch leicht übertroffen. Und auch für das nächste Jahr erwarten wir ein moderates Dividendenwachstum, denn die Unternehmenslage gerade in Deutschland ist sehr, sehr gut. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass wir an der 28-Milliarden-Marke kratzen. Wird das von den Anlegern überhaupt wahrgenommen, diese enorme Ausschüttung? Weil man liest immer wieder, dass Anlegern gar nicht bekannt ist, dass es Dividenden gibt überhaupt. Geschweige denn, dass es Fonds gibt, die explizit auf Dividenden setzen. Ja, schade für die Anleger, die nicht wissen, dass es Dividendenfonds gibt oder Dividenden, weil 50% der Gesamtaktienrendite kommt langfristig aus den reinvestierten Dividenden. Und von daher, wir haben da natürlich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, was Dividendenfonds angeht oder Dividendeninvestment. Aber ich denke, da ist schon ein gutes Stück Arbeit geschehen, beziehungsweise schon einiges vorangegangen. Nehmen wir mal so nach der Technologieblase. Da gab es nur so eine Handvoll Dividendenfonds. Und wenn wir jetzt heute mal schauen, gibt es mittlerweile am deutschen Markt über 100 Anbieter von Dividendenfonds mit einem Gesamtvolumen alleine für globale Dividendenaktien von 50 Milliarden Euro, Tendenz weiter wachsen. Und natürlich ist das noch ein großes Stück, bis zum Beispiel in Großbritannien ist das Thema schon viel, viel länger bekannt. Schon Mitte der 80er Jahre wurden dort die ersten Dividendenfonds aufgelegt. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Die Wahrnehmung der Anleger ist natürlich eine Sache. Wie sieht es im Vertrieb aus? Ist das Thema da weit verbreitet? Im Vertrieb ist es sehr weit verbreitet, alleine dadurch, dass wir 2008 die Finanzkrise hatten und man gesehen hat, okay, die Börse, klar, ist keine Einbahnstraße, hat man auch 2000 gesehen, aber man hat sich doch eher auf die defensiveren Aktieninvestment spezialisiert und wir auch im Vertrieb haben das Thema schon 2003 auch aufgenommen. Wir waren mit der DWS eine der ersten, die überhaupt einen Dividendenfonds aufgelegt haben und wir erfreuen uns sehr hoher Mittelzuflüsse, einfach weil das Thema wirklich den Nerv der Zeit trifft, vor allem für die Anleger, die sich gegenüber, also wenn sie fürs Altersvorsorgen wollen, beziehungsweise auch, weil wir im Moment negative Realrenditen haben auf der Staatsanleihenseite, eben kaum noch Rendite da ist und Dividendenfonds garantieren ihnen schon eine schöne, attraktive jährliche Ausschüttung. Sie sprechen jetzt wahrscheinlich vom DWS Top Dividende, ne? Dem Richtig. Fonds, ja. Können Sie vielleicht mal kurz skizzieren, wie der Investmentprozess aussieht bei dem Fonds? Unser Investmentprozess ist zweistufig. Das heißt, zuerst treffen wir eine quantitative Vorauswahl anhand von drei Parametern. Das ist die Dividendenrendite, die zuletzt gezahlte, das Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre. Wir mögen nicht so gerne Schätzungen. Analysten neigen oft zur Euphorie beziehungsweise zu sehr viel Pessimismus, wenn die Stimmung schlecht ist. Deswegen nehmen wir vergangenheitsbezogene Daten und die Ausschüttungsquote, die sehr wichtig ist für die Nachhaltigkeit von Dividenden. Denn nur wenn ich eine niedrige Ausschüttungsquote oder eine angemessene Ausschüttungsquote habe, kann ich auch garantieren beziehungsweise kann ich auch sehen, dass ich die Dividende in den künftigen Jahren auch steigern kann beziehungsweise auch generell überhaupt bezahlen kann. Der zweite Schritt ist dann die Fundamentalanalyse, das heißt wie bei einem klassischen Aktienfonds auch hier wählen wir natürlich dann die Unternehmen raus, die eine gute Bilanzqualität haben, ein gutes Geschäftsmodell, hohe Preissetzungsmacht oder Preiskraft, die qualitativ hochwertig sind und die besten 80 Ideen finden dann Einzug in unser Portfolio. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht das Dividendenwachstum und die Dividendenrendite? Es ist beides sehr wichtig. Das eine ohne das andere wäre schlecht, weil sonst, wenn Sie wirklich nur Dividendenzahler hätten, die immer nur stabil ihre Dividende zahlen, ist es meistens auch so, dass das Wachstum auch sehr begrenzt ist bei diesen Geschäftsmodellen. Ich möchte jetzt hier auch keinen Namen nennen, aber es gibt durchaus Geschäftsmodelle, die seit Jahr und Tag quasi die gleiche Dividende auszahlen, weil das Geschäftsmodell einfach nicht mehr wächst, weil die Unternehmung nicht mehr wächst. Deswegen mindestens genauso wichtig, vor allem vor dem Stichwort Inflation, ist es ganz wichtig, auch das Dividendenwachstum zu berücksichtigen. Nun berücksichtigen ja Dividendenfonds nicht nur die Dividendenausschüttung, sondern auch das Kurswachstum. Und es gibt ja durchaus viele Wachstumsunternehmen, die keine Dividende ausschütten.
die berücksichtigen sie wahrscheinlich auch nicht im Fonds. Da geht ja den Anlegern dann durchaus auch Kurswachstum flöten. Wir berücksichtigen sowohl diese klassischen Dividendenzahler, die eine hohe nachhaltige Dividendenrendite zahlen, aber auch die Unternehmen, die ein hohes Dividendenwachstum haben. Und wir wollen natürlich nur die Unternehmen haben, die ein Dividendenwachstum analog ihres Gewinnwachstums haben. Das heißt, Wachstum und Dividende schließt sich in keinem Fall aus. Es ist sehr gerne gewünscht und ganz notwendig, um eben langfristig die Dividende steigern zu können. Von daher natürlich kleinere Unternehmen, Start-ups, sind kapitalintensiv erstmal, müssen erstmal ihr Geschäftsmodell aufbauen und können natürlich im ersten Schritt erstmal keine Dividende zahlen, das ist korrekt, aber dann, wenn das Unternehmen etwas gereift ist, ein strukturelles Wachstum hat, schließt es sich nicht aus, dass ein Wachstumsunternehmen auch Dividende zahlt und es wird auch immer wichtiger, denn die Anleger honorieren das und gerade ein gutes Beispiel ist die IT-Branche. Früher, viele Jahre, nehmen Sie bekannte Beispiele, die haben keine Dividende gezahlt. Mittlerweile sind sie ganz klar, auch hier haben sie das Commitment abgegeben, Dividende zukünftig zahlen zu wollen. Letzte Frage, wie geht es in dem Segment weiter nächstes Jahr? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, Sie hatten auch wieder jenseits der 28 Milliarden Ausschüttungen. Also sowohl in Deutschland erwarten wir ein Dividendenwachstum, als auch in den USA, in den Emerging Markets und in Europa. Wir sind sehr positiv für das Segment, auch in Zukunft, nicht nur für nächstes Jahr, sondern auch für die nächsten Jahre. Und vor dem Hintergrund eben dieser negativen Realrenditen wird das Thema auch immer weiter eine große Rolle spielen. Von daher bin ich sehr zuversichtlich. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Kistner. Danke auch.